Und jetzt kommen wir zur tieflegenden Dreierlegung. Das heißt, wir durchleuchten ein Thema mit drei Karten in die Tiefe, auf drei Ebenen. Ich lege intuitiv mein Thema, wähle mir meine drei Karten aus. Wiederum fange ich immer mit der Körperebene an. Kann ich hergehen, weil ich bin ja ein bequemer Mensch. Ja, wir schauen uns das auf der ersten Ebene an. Jetzt gehen wir eine Etage tiefer. Die zweite Ebene. Ich wähle die Karten immer intuitiv aus. Aus Platzgründen schiebe ich das jetzt ein bisschen zusammen, weil anders geht es jetzt im Moment nicht. Jetzt legen wir noch die dritte Ebene, das ist so die tiefste Ebene oder da, wo es entstanden ist, das Thema. So, jetzt haben wir jeweils für diese tieflegende Legung das Körperhaus gelegt und jetzt legen wir den Seelenaspekt darauf oder hinein. Ich mache das auch ganz intuitiv, also macht euch einfach keine Gedanken, das ist so das Einfachste, ja, das sind jetzt zwei, macht es so nach dem Lustprinzip, so mache ich das immer, einfach und wenn man das so sieht in der Natur, wie die Natur arbeitet, das ist einfach. Ja, wenn ein Baum, der käme nie auf die Idee, im Frühjahr zu blühen, wenn Winter ist. Und so ist das mit uns genauso. Wir wissen eigentlich genau, was für uns richtig und stimmig ist. Nur durch unsere Erziehung, durch die Schule und das ganze System sind wir da einfach in der Hierarchie mit uns selbst etwas durcheinander gekommen. So, jetzt habe ich hier mein Thema liegen in die Tiefe, erste Ebene, zweite Ebene und hier ist der Punkt, worum es eigentlich geht. Jetzt fangen wir an. Ich fange jetzt mit der Mitte an. Das ist jetzt auch was Intuitives. Ihr könnt es auch genau von links nach rechts oder von rechts nach links, wonach euch ist. Ich fange jetzt einfach in der Mitte an. Das Thema, worum es geht. Halt, hier kommt es dahin. Meine weibliche Kraft. Jetzt geht das ein bisschen durcheinander. Meine weibliche Kraft. Die Karte ist, erhebe dich. Ja, dieses, und wir wissen alle, in der jetzigen Zeit heilt bei uns allen, beim Mann wie bei der Frau, unsere Schöpferkraft. Die weibliche Kraft ist die Schöpferkraft, ist die gebärende Kraft. Die Seele möchte etwas hier auf der Erde bewirken. Also gibt sie uns Impulse, die durch die weibliche Kraft umgesetzt werden möchte. Und die Seele sagt jetzt, erhebe dich, Mensch, erhebe dich über das, was im Moment gerade für dich wichtig und stimmig ist oder auch nicht mehr stimmig ist. Dann schauen wir mal eine Schicht tiefer. Meine wahre Verbindung zu meiner Seele. Ich muss jetzt aber auch mal ein bisschen schauen. Meine wahre Verbindung zu meiner Seele. Aufstieg und Einweihung. Einweihung bedeutet, erst wenn eine Gewohnheit, die mir nicht mehr dient, dass ich sagen kann, okay, danke, dass du da warst, aber ich tue es jetzt anders. Das ist auch wie eine Einweihung. Erst wenn eine Gewohnheit gestorben ist, werde ich neu eingeweiht und was Neues kann durch mich wirken. Also, wenn ich mich erhebe, ja, über etwas, was ich nicht mehr möchte, geht das nur, indem ich etwas auch lasse. Ja, spüre einfach rein. Du wirst, wenn du die Karten legst, intuitiv spüren, um was es geht. Und das ist das Schöne bei diesem Deck. Das Deck
wenn du dich dem hingibst, wird dir unheimlich viele Impulse geben und automatisch folgen Geschichten, die in deinem Leben wichtig, dir wichtig erschienen oder dich auch gehindert haben, dass du besser zu dir stehen kannst. Also eine Gewohnheit möchte sterben, damit du dich wirklich erheben kannst. Hier ist die männliche Kraft und darum geht es, damit du wieder in deinem Sinne auch handeln kannst. Die männliche Kraft steht für die äußere Handlung. Und wenn wir das mal betrachten wie eine Schwangerschaft, da ist die Seele, die gibt einen Impuls, wie ein Samenkorn. Und dieses Samenkorn wird von der weiblichen Kraft befruchtet und wie wir das kennen in einer Schwangerschaft, das dauert die Zeit. Mach bitte keine Frühgeburt und auch keine Spätgeburt. Gib diesem Prozess die Zeit, die es braucht. Wisse, damit du besser handeln kannst, brauchst du ein offenes Haus. Und da ist wieder der Mensch, der da steht, die Arme weit auf und sagt, liebe Seele, du darfst in mir wohnen und du darfst auch durch mich handeln. Ich höre auf zu kontrollieren. Also schau einfach, was es mit dir zu tun hat. So, jetzt haben wir die Mitte, haben wir jetzt gelegt, die haben wir offen gelegt. Es geht darum, wirklich immer wieder zu sagen, liebe Seele, ich öffne mich, du darfst in mir wohnen. Und jetzt schauen wir mal auf der linken Seite, auf der intuitiven Seite. Was kann mich jetzt in diesem Prozess unterstützen? Wieder haben wir die verlorene Seele. Also, es ist schon sehr spannend, wie bestimmte Sachen sich wiederholen, weil sie sich auch wiederholen sollen. Weil steter Tropfen höhlt den Stein. Und es ist im Prinzip immer wieder dasselbe. Bring wieder deine Hierarchie in Ordnung. Und die Seele möchte dich führen. Die verlorene Seele sagt, achte auf dein Herz. Erzengel Raphael hilft dir, Körper, Seele, Geist wieder zu vereinen. Also sprich mit Raphael. Wie du das tust, wähle deine Worte. Jetzt nehmen wir die Mitte, meine innerste Wahrheit. Und da liegt Erzengel Kamuel. Also wie schon gesagt, lest nach in dem Heft, was die Susanne dazu geschrieben hat. Aber erstmal gebt euch die Gelegenheit, die Information aus euch zu bekommen. Nur vom Schwingungsfeld her. Meine innerste Wahrheit ist, was hat das mit Erzengel Kamuel zu tun? Und wenn man das Bild näher betrachtet, da ist in der Mitte das Herz. Und in der Mitte des Herzes ist ein Samenkorn. Für mich bedeutet diese Karte, dieses sei ein liebevoller Gärtner für dich. Sähe und gieße dieses Pflänzchen, Gust. Lass das, was jetzt in dir an neuem Bewusstsein oder was ich durch dich verändern möchte, lass es in deinem Tempo groß werden. Sei achtsam, auch wie ein Bauer, der weiß genau, was er für ein Ziel hat, aber er weiß nie, hin zum Ziel, was da alles ist, ob es Stürme gibt, ob es schönes Wetter ist, ob die Sonne zu heiß ist, sondern sei einfach jeden Tag achtsam, was ist heute wichtig, um fürsorglich für dich und deine Zukunft und deinen Lebensweg zu sorgen. Meine innerste Wahrheit, fühle hinein. Und wenn du merkst, du handelst noch nicht dementsprechend, das macht nichts. Du hast dieses Leben Zeit und du kannst dir auch die Zeit nehmen und du wirst auch feststellen, je mehr Geduld du mit dir selber hast, je schneller wird es auch gehen. Und dann schauen wir mal, was die untere Karte dir jetzt rät, also ist der tiefste Punkt jetzt, wenn du das so berücksichtigst,
mit Raphael sprichst, gut auf das Bäumchen oder die Pflanze, die in dir neu heranwachsen will, achtest, was dann sein könnte. Worum geht es wirklich? Reflektiere. Reflektiere, zieh eine Bilanz, geh hin, fühle, nimm wahr, bekomme deine Gedanken mit. Also dieses Rundumpaket, was dich ausmacht zwischen Körper, Geist und Seele, reflektiere darüber. Deine Seele, deine Seele steht deinem Körper gegenüber. Dieses Reflektiere über dich und dein Leben. Reflektiere einfach. Das wäre jetzt die Information. Dann schauen wir mal zur rechten Seite. Die Ahnenkraft. Was hilft dir jetzt dabei, dieses offene Haus zu sein? All deine früheren Inkarnationen ist unter Ahnenkraft zu verstehen. Erzengel Michael ist so die Kraft der Liebe. Die Liebe, die dich nach Hause bringt, die Liebe, die nicht wertet und nicht richtet. Also, besinne dich oder öffne dein Herz. Lass deine innere Weisheit einfach in dich hineinfließen. Du musst nicht wissen, wie du das erreichst, sondern habe einfach die Absicht, es zu tun, die Absicht, auch dich einfach so anzunehmen, wie du gerade bist. Das ist Liebe. Liebe wertet und richtet nicht. Also sei achtsam, sei nicht ungeduldig, hüte dich vor vorgefertigten Meinungen, sei einfach offen, sei in deiner Liebe, warte ab. Und dann schauen wir mal, was die nächste Karte macht. Da taucht die Partnerschaft auf. Die Partnerschaft mit dir selbst. Das ist die höchste Form. Und dann sagt man ja, wie innen, so außen. Nie umgekehrt. Ja? Schau dir deine Partnerschaften im Außen an und du kannst daran die Partnerschaft mit dir selbst in deinem Inneren erkennen. Auch diese Karte ist schon aufgetaucht. Also achte auf deine Gedanken. Was liegt heute, hier und jetzt in meinem Tageskelch? Wie sehe ich mich in meiner Partnerschaft zwischen Himmel und Erde, zwischen Körper und Seele? Und wie kann ich das in meinem Außen, durch meine Mitmenschen, erkennen? Oder meine Mitmenschen inspirieren mich, damit ich erkennen kann. Und das größte Geschenk, was du dir machen kannst, ist einfach, es anzunehmen, ohne es zu bewerten. Aber auch das ist ein Training. Weil erstmal sind wir in einem Wertesystem groß geworden und der Teil in uns will weiter bewerten. Und was ich auch mit diesem Kartendeck trainiere, ich trainiere mich dahin, immer wertefreier zu sein. Also die Position meiner Mitte einzunehmen. Das Herz zu beteiligen und dann muss ich weder die eine Seite noch die andere Seite bevorzugen oder eine Seite ablehnen und die andere befürworten, weil schon komme ich wieder ins Ungleichgewicht. Hüte dich also vor einem Werten. Sei aber nicht ungeduldig und nicht traurig, wenn es erstmal übungsbedürftig ist. Was braucht das System? Das liegt jetzt an unterster Stelle. Das System steht jetzt nochmal für Gemeinschaft. Und wie sieht deine äußere Gemeinschaft aus, damit du das hier erreichst? Und das heißt, ein offenes Haus für deine Seele zu sein. Also diese Reihe ist jetzt wirklich die Reihe, wo ich sage, das ist die, worum es geht. Und links und rechts sind deine Unterstützer. Und ich lege jetzt die Hochzeit in mir hinein. Die haben wir jetzt gezogen. Und dann haben wir das auch,
Das Gleichgewicht, die Hochzeit in mir ist, wenn weiblich und männlich im Gleichgewicht sind, wenn ich nicht werte und nicht richte, kann ich Hochzeit feiern. Und das ist auch gleichzusetzen mit dieser Karte. Dann bin ich auch wirklich offenen Herzens bereit, meine Arme weit auszustrecken und mein Seelenlicht in meinen Körper hineinzulassen. Und das sieht dann hier auf der untersten Reihe, sieht das denn so aus, wie bringe ich jetzt meine Legung auf den Punkt? Ja, auf der obersten Reihe ist es, es geht um meine weibliche Kraft. Ich sollte mich erheben. Die verlorene Seele braucht wirklich die Heilungsenergie, braucht meine Offenheit. Meine Ahnenkraft steht mir zur Verfügung. Und Erzengel Michael, der sagt nur die bedingungslose Liebe. Damit kannst du dieses tiefere Thema lösen. Auf der tiefsten Ebene schauen wir uns das jetzt nochmal an. Das Ergebnis, ich, der Mensch, nehme mein Licht, meine Göttlichkeit an. Ich bin bereit, mit Körper und Seele in Kommunikation zu gehen. Das heißt, zu fühlen, wahrzunehmen, meine Gedanken mitzubekommen, damit ich mich neu mit mir verheiraten kann. Und wo kriege ich das gespiegelt? In meinem Außen. Also ist das Außen etwas unendlich Schönes und Wichtiges. Deswegen, wenn da etwas ist, was dir nicht gefällt, sage ich immer, pack das Geschenk aus, was du erstmal nicht haben möchtest. Weil das bringt dir Freiheit. Lasse dich ein, damit du dich neu mit dir verheiraten kannst. Schaut euch das Deck einfach jetzt diese Legung nochmal an. Das ist die Dreierlegung, um es in der Tiefe zu erkennen, worum geht es gerade bei mir. Und gib dem Schwingungsfeld der Karten die Gelegenheit, dich zu erreichen, dein Herz zu öffnen, damit Körper und Seele in Kommunikation gehen kann. Und das macht das Deck ganz automatisch. Du musst das nicht forcieren, sondern schau einfach nur drauf, sei entspannt. Ja? Manchmal ist es auch so, dann denke ich, wie sie wissen, wissen sie nichts. Liebe Karten, ihr sprecht heute gar nicht zu mir. Das macht überhaupt nichts. Sei einfach damit, was du da gerade fühlst, was du wahrnimmst. Und so holt dich das Deck ab. Hör auf zu wollen. Geh einfach mit den Karten ins Sein. Für diese Dreierlegung in die Tiefe könnten wir jetzt noch etwas tun. Und das wäre nochmal die Impulskarte ziehen, also den Knotenlöser. Ja, wo auf welche Karte, wo ich sage, da ist der meiste Widerstand oder das größte Fragezeichen oder da zieht es mich einfach hin. Da mische ich nochmal den Knotenlöser und entscheide mich für eine Karte, damit der Verstand auch was zu tun hat. Ich mache das jetzt mal so, ich lege es mal hier auf die Mitte. Ja, dieses was liegt heute in meinem Tageskelch. Oder ich lege es mal seitlich daneben. Mein inneres Kind. Ich drehe es jetzt nochmal um, sonst kann ich es leider nicht lesen. Der verletzte Teil in mir äußert sich durch. Kritisieren, nörgeln, verweigern, entziehen. Gedanken der Sabotage. Das ist jetzt ein Impulsgeber für diese Legung. Aha. Gezogen habe ich sie, was liegt heute in meinem Tageskelch. Aber es betrifft das ganze Bild. Und es reicht, eine Karte zu ziehen. Brauchst du mehr Informationen, kannst du natürlich auch andere Karten noch belegen. Empfehlen würde ich nach wie vor, weniger ist mehr. Bring dich nicht durcheinander durch zu viele Karten, sondern lass das Kraftfeld einfach für dich wirken, auf dich wirken. Sei einverstanden und hab die Absicht, dir so nahe zu kommen, wie es dir hier und jetzt möglich ist. Schau nochmal auf die tiefliegende Dreierlegung.
Wir haben ja vorhin bei der ersten Legung haben wir es ja folgendermaßen gemacht, oder bei der Legung haben wir es so gemacht, dass die mittlere Karte die wichtigste war und wir sind dann schichtweise in die Tiefe gegangen an den Punkt, um den es geht. Und dieser tiefste Punkt ist der Punkt, der eigentlich wieder in der obersten Reihe liegen möchte. Und da ist ja der Mensch, der vor seinem Seelenlicht steht oder im Seelenlicht und sagt, ich bin offen für dich. Ja? Und die Essenz dieser Legung ist, sei wieder offen für die Kraft deiner Seele, sei wieder offen für dein Licht. Du kannst diese Legung aber auch anders deuten. Und das erkläre ich dir jetzt noch einmal, wie du es noch tun kannst. Wir gehen zur obersten Reihe und diesmal kannst du von links nach rechts die Karten deuten. Und dann wäre das wie folgt. Da liegt in der ersten Reihe die verlorene Seele und der Seelenaspekt ist Erzengel Raphael, bringe Körper, Geist und Seele wieder zusammen. So, das ist das, was deine Seele von dir möchte. Und dann kannst du hergehen, Ebene für Ebene aus dir heraus heilen. Was möchte Raphael von dir, was möchte deine Seele von dir? Dass du dich wieder erhebst und dich wieder mit den liebenden Augen siehst. Ja, das wäre dann die dritte Karte, die Kraft, dir deine Kraft wieder zurückzuholen. Das Gleiche machst du dann mit der Ebene darunter. Mit den Karten von links nach rechts. Gib dir die Zeit, dich wieder in deine Kraft zu holen und wirklich Ebene für Ebene sorgfältig wieder dich für dich selbst zu öffnen. Bei der unteren Ebene ist es dann nochmal so, reflektiere über dich, über dein Leben, reflektiere über deinen Körper, über deine Seelenkraft. Der nächste Schritt ist, dich immer wieder für dich selbst zu öffnen. Und was wäre dann das Ergebnis? Dass du wieder Hochzeit mit dir feiern kannst. Und das heißt, wenn deine weibliche Kraft und deine männliche Kraft in geheilter, transformierter Form, wie das Bild es zeigt, hinter dir steht, und das ist dann wie, du kannst dich neu mit dir verheiraten. Und diese unterste Reihe, die hole wieder nach oben. Ja, hol es wieder ans Licht. Hole dich wieder in die Position, die dir wirklich gebührt, die dir zusteht. Und das ist deine Schöpferkraft in diesem Leben zu nutzen und deinen Körper und deinen Verstand so zu gebrauchen, dass die Seele dich führen darf. Und jetzt kannst du mit deinen Karten deine Legung machen. Und ich würde dich von Herzen bitten, es auch wirklich zu tun, dich ernst zu nehmen. Wenn es dir wirklich von Herzen wichtig ist, dass du wieder in deinen Schuhen gehst und dass du dahin dich trainierst, dass niemand anders in deinem Schuhwerk geht, dann bleibe am Ball. Überwinde den Widerstand, der denkt, ach jetzt nicht, ich mache es vielleicht morgen. Das sind die Prüfungen, die man bei diesem Deck oder bei der Transformation grundsätzlich bedenken darf. Weil steter Tropfen höhlt den Stein. Nimm dich wichtig, nimm dich ernst, verändere dich, nimm dein Leben wieder in die Hand. Und das kannst du wunderbar und spielerisch mit dem Kartendeck.